Tag, meine Damen und Herren. Borkenkäferbekämpfung im Nationalpark Bayerischer Wald. Riesenkahlschlag im Hirschgespräng. Wenn Sie meine Webseite kennen, dann werden Sie vielleicht wissen, dass ich mich mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen wollte. Mit der Borkenkäferbekämpfung im nördlichen Teil des Nationalparks, es gibt zwei Teile, den südlichen und den nördlichen, im nördlichen Teil des Nationalparks, da wollte ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Mit dem Thema hatte ich 2014 abgeschlossen. 2014 hatte ich diese riesigen Kahlschläge, Schätzungen gehen so von über 2000 Hektar aus, 2000 Hektar im nördlichen Teil des Nationalparks. Diese riesigen Kahlschläge hatte ich besucht, ich hatte das fotografiert, ich hatte mehrere Artikel darüber geschrieben und in den Artikeln hatte ich genau beleuchtet, welche Ursachen das hat, warum man diese Kahlschläge gemacht hat, welche rechtlichen Grundlagen man da meinte, befolgen zu müssen. Und ich habe die Jahresberichte gelesen der Nationalparkverwaltung. Ich habe genau ausgerechnet, wie viele Festmeter wurden da geerntet, wie viele Hektar wurden kahlgeschlagen. Ich habe das sehr detailliert beschrieben, sehr ausführlich. Die Berichte können Sie alle nachlesen auf meiner Webseite 2014. Aber irgendwann habe ich gesagt, so, Schluss, aus, es reicht, Schlussstrich. Ich fahre nicht mehr nach Zwiesel, ich fahre nicht mehr nach Bayerisch Eisenstein. Der nördliche Teil des Nationalparks ist für mich fortan verbrannte Erde, Katastrophengebiet. Das guckst du dir nicht mehr an. Schluss, aus. So, und jetzt dieser Film. Wie kommt es dazu? Wir schreiben das Jahr 2019. Wieso jetzt wieder eine Beschäftigung mit dem Hirschgespräng, mit diesem riesigen Kahlschlag im Erweiterungsgebiet, dem nördlichen Teil des Nationalparks? Nun, es gibt einen Grund. Ich wollte zum Poletnik. Der Poletnik, auf Deutsch Mittagsberg, liegt im Nationalpark Šumava, also auf tschechischer Seite, direkt neben dem Nationalpark Bayerischer Wald. Und es war September, es fahren keine Busse mehr, ich hatte kein Auto, komme ich also nicht hin. Und dann guckte ich mir die Karte an und dachte, ah, doch, es geht. Von Buchenau bis Buchenau, so ein Ort in der Nähe von Zwiesel, da kommt man mit dem Bus und dann kann man zu Fuß über den Lindbergschachten am Hirschgespräng vorbei und dann zum Poletnik, über die tschechische Grenze. Tja, und dann kam ich wieder am Hirschgespräng vorbei. Über 50 Hektar Kahlschlag. Verbrannte Erde. Steppen. Sie werden es gleich sehen. Und dann habe ich mir gedacht, Franz Josef, du kannst doch auch mal einen Film drehen. Wenn du schon hier bist, wenn du dir das schon angucken musst, dann mach doch da was draus, dann mach einen Film. Viele Leute lieben Filme. Auf YouTube kann man sich das anschauen, kann es auch runterladen, kann sich am Fernseher anschauen. Ist besser vielleicht als so ein Artikel. Ein Artikel, es dauert, bis man den gelesen hat. Erst vor kurzem hatte mir eine gute Bekannte gesagt, wenn ich Urlaub habe, dann lese ich mal wieder ein paar deiner Artikel, sonst komme ich nicht dazu. In der Tat, die Artikel sind lang, es dauert, bis man sie gelesen hat. So ein Film ist vielleicht leichter, den kann man sich mal so nebenbei anschauen. Und da dachte ich mir, machst du mal einen Film? Und daraus ist eben jetzt dieser Film entstanden. Das ist also der eine Grund. Einmal Hirschgespräng jetzt mal als Film. Riesenkahlschläge im Nationalpark Bayerischer Wald. Keinen Artikel, sondern ein Film. Das ist der eine Grund. Es gibt einen zweiten Grund. Der zweite Grund ist, dieser Riesenkahlschlag, diese Borkenkäferbekämpfung im Nationalpark Bayerischer Wald, die liegt direkt neben dem tschechischen Nationalpark, neben dem Nationalpark Šumava. Und direkt daneben hat man den Borkenkäfer nicht bekämpft. Man hat den Käfer, Bibel Rieter, der ehemalige Nationalparkchef, würde sagen, man hat den Käfer fressen lassen. Man hat da Prozessschutz gemacht, dafür, wofür der südliche Teil des Nationalparks Bayerischer Wald ja bekannt ist. Prozessschutz. Natur sein lassen.
Das hat man im nördlichen Teil bei den Borkenkäfer nicht gemacht. Man hat am Hirschgespräng Natur nicht Natur sein lassen. Man hat den Borkenkäfer bekämpft. Und im tschechischen Teil eben hat man den Käfer fressen lassen. Da hat man den Käfer nicht bekämpft. Und man kann sich das jetzt am Hirschgespräng angucken. Man kann es sich genau angucken. Auf der linken Seite, links, wenn man zum Poletnik geht, ist auf der linken Seite, auf der nördlichen Seite, Borkenkäferbekämpfung, Tabula rasa, Kahlschlag. Und auf der südlichen, auf der rechten Seite, wenn man in Richtung Poletnik geht, auf der rechten Seite hat man ihn nicht bekämpft. Und da kann man sich das anschauen. Und Sie können sich mit eigenen Augen ein Bild machen, was besser ist. Mit eigenen Augen. Das ist mir wichtig an dieser Sache. Man braucht nicht Forstwirtschaft studieren, um das zu beurteilen. Man muss kein diplomierter Forstwirt sein. Man muss auch keine hochwissenschaftlichen Artikel lesen, die möglicherweise noch auf Englisch erschienen sind, in irgendwelchen Fachpublikationen, von denen Sie noch nie gehört haben. Jörg Müller ist Meister darin, solche Artikel zu schreiben. Die sind alle toll. Und ich habe viele davon gelesen. Aber man muss das nicht machen, um zu beurteilen, ob man den Borkenkäfer mit Kahlschlägen bekämpfen soll oder ob man den Käfer fressen lassen soll. Wohlgemerkt, wir sprechen vom Nationalpark. Wir sprechen nicht von Wirtschaftswäldern. Das ist mir ganz wichtig. Natürlich im Wirtschaftswald, klar, der private Besitzer, der wird den Borkenkäfer bekämpfen müssen. Der will ja Geld machen. Aber im Nationalpark will man ja kein Geld machen. Ja, es geht ja um Naturschutz. Also, lange Vorrede, kurzer Sinn. Gucken Sie sich das jetzt an, bitte. Auf der einen Seite im ersten Teil die deutsche Seite, Borkenkäferbekämpfung. Und dann im zweiten Teil die tschechische Seite, keine Borkenkäferbekämpfung. Und Sie können sich, wie gesagt, ein eigenes Bild davon machen, was Sie für besser halten. Zu Beginn eine Wanderkarte, damit Sie sich orientieren können und wissen, wo das Hirschgespräng überhaupt ist. Man startet die Wanderung am besten in Buchenau. Dort kann man mit dem Igelbus hinfahren, kostenlos mit seiner Tourismuskarte. Und von dort wandert man zum Lindberger Schachten. Vom Schachten ist es nicht mehr weit zur Kiesseigenstraße. Und nördlich der Kiesseigenstraße, da ist das Hirschgespräng. Alle Filmaufnahmen im Folgenden wurden von der Kiesseigenstraße aus gemacht.
Und jetzt kommt der zweite Teil. Ich stehe immer noch auf der Kiesseigenstraße. Eben noch haben Sie Bilder gesehen, da habe ich nach Norden fotografiert, in den Nationalpark Bayerischer Wald. Jetzt wende ich mich nach Süden, stehe auf der Kiesseigenstraße am selben Ort und schaue nach Süden. Über die Landesgrenze hinweg, nach Tschechien hinein, dort, wo der Nationalpark Schumacher ist. Im Norden Borkenkäferbekämpfung, im Süden keine Borkenkäferbekämpfung. Schauen Sie selbst. Die beiden letzten Szenen wurden in der Nähe des Wendehammers am Ende der Kiesseigenstraße gedreht. Dort beginnt eine Rückegasse in nordwestlicher Richtung. Man geht den Berg bergauf und kommt langsam aber sicher der Landesgrenze, also hier der grünen Linie, immer näher. Am Ende mündet die Rückegasse auf dem Grenzsteig. Das ist ein schmaler Wanderpfad, der direkt auf der Landesgrenze verläuft. Der Film endet an dem Knick, den der Grenzsteig nach Westen macht. Ich stehe dann da direkt an diesem Knick und filme nach Norden in den Nationalpark Schumacher hinein. Dort beginnt der schmale Wanderpfad dann, der nach Osten zum Poletnik führt. Hier nun im Vordergrund die Rückegasse, die den Berg hinauf verläuft. Man sieht die vielen abgesägten alten Fichten. Und jetzt kommt im Hintergrund rechts der Nationalpark Schumacher in Tschechien in den Blick. Da, wo die vielen abgestorbenen Fichten noch stehen, das ist der Nationalpark Schumacher.
Jetzt sind wir ganz nah an der tschechischen Grenze. Wir sehen hier vorne noch ein paar Stubben, abgeholzte Fichten. Und in 10 Meter Entfernung ist die Grenze. Da stehen die alten Fichten noch. Dort wurden sie nicht gefällt. Dort durfte der Käfer fressen. Und jetzt stehe ich direkt auf dem Grenzsteig, also auf der Landesgrenze. Ich schaue in den Nationalpark Šumava. Man sieht ein paar Fichten, die Kyrill umgeworfen hat, und hier wurden sie nicht aufgearbeitet. Hier durfte die Motorsäge nicht sägen. Jetzt sieht man den schmalen Pfad, den Grenzsteig, da hinten der weiße Pfahl, das ist ein Grenzpfahl. Und jetzt schweift die Kamera langsam über das Hirschgespräng, über den Riesenkahlschlag im Nationalpark Bayerischer Wald. Es folgt meine letzte Filmszene vom Hirschgespräng. Ich stehe jetzt am nordöstlichen Zipfel des Hirschgesprängs. Auch wieder genau an der Grenze zwischen Deutschland und Tschechien und schaue auf den Nationalpark Šumava. Man sieht im Hintergrund wieder die grünen Fichten und den nicht geräumten Windwurf. Und jetzt kommt gleich das Schild vom Nationalpark Šumava im Blick. Hier geht es jetzt rechts ab zum Poletnik. Das Schlusswort dieses Films gebührt nicht mir, es gehört Christoph Süß. Der hat im Jahr 2009 einen schönen kleinen Spot gedreht zur Borkenkäferbekämpfung im Nationalpark Bayerischer Wald. Schauen Sie sich's bitte an. Was denken Sie, wenn Sie diese Landschaft sehen? Kein Borkenkäfer, richtig. Früher war da mal Wald und jetzt ist schädlingsfrei. Sie meinen, nach dieser Logik kann man doch den Wald nicht retten. Dennoch wird genau das gerade in Bayern versucht.